Liebe Gartenfreunde, ich grüße euch und zwar zu einem Update des Sheppach HL730 oder Update ist übertrieben. Ja, ich habe schlicht und weg letztes Mal bei der Vorstellung des Holzspalters hier etwas vergessen und zwar zwei sehr, sehr wichtige Punkte und die möchte ich euch heute noch mal zeigen. Damit ihr wisst, wie das geht, wofür es da ist und ja, damit ihr da keinen Fehler begeht. Kommen wir als erstes zum Hydrauliköl. Und zwar beim Hydrauliköl in dem Behälter, wo man den mit verschließt. Der Stopfen ist auch gleichzeitig die Entlüftung. Das wusste ich selber auch nicht, habe mich da belehren lassen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze hier aussieht. Bin mal kurz verschwunden, weil ich muss den Stopfen hier rausdrehen. Hier ist er. Ich hoffe, man sieht's. Und zwar, ihr seht, dieses Rund ist an den Seiten abgeflacht. Also das Gewinde ist auch nicht durchgehend, wie man das hier erkennen kann. Auch auf der Seite. Und zwar ist das die Entlüftung. Man dreht den Stopfen quasi mit dem Gewinde hinein. Und wenn man den festgedreht hat, oder den Öl, den Peilstab hier, ist ja gleichzeitig auch der Ölpeilstab, Messstab, dreht es fest. Wenn man den festgedreht hat, geht man zweieinhalb, drei Umdrehungen zurück. Dass quasi eine Öffnung entsteht, dass der nicht ganz schließt mit dieser Dichtung hier oben. Und die Luft, der Druck, der dort entsteht in diesem Hydrauliköl-Behälter, kann denn hier über diese abgeflachte Seite entweichen. Ist enorm wichtig für die Lebensdauer eures Holzspalters. Wenn ihr das vergesst, entsteht ein zu hoher Druck. Und die Dichtungen gehen kaputt und der Holzspalter fängt irgendwann aus allen Ecken und Nähten an, Hydrauliköl zu verlieren. Und dann könnt ihr den wegschmeißen. So, so viel dazu. Also nicht vergessen, Hydrauliköl, den Stopfen oder der Stopfen ist gleichzeitig die Entlüftung. Zweieinhalb bis drei Umdrehungen zurück. Und es passiert nichts. Dann haben wir noch die Möglichkeit, den Hub zu verstellen. Den Spalthub hier. Damit ihr nicht immer von ganz oben, wenn ihr kleinere Stücke habt, den ganzen Weg hier fahren müsst, kann man den Hub einstellen. Und zwar anhand der Flügelschraube, die hier ist. Moment, ich drehe euch mal um. So, ich hoffe, ihr seht. Muss mal eben gucken. So. Und zwar hier oben. Ich gehe mit euch mal dahin. So, hier. Hier ist die Flügelschraube. Das ist die Feststellschraube. Und dann gibt es hier eine Stange. Die Führungsstange. Und wofür die da ist, zeige ich euch jetzt. Ich muss das Gerät jetzt anschalten und ich zeige euch, wofür die Stange da ist und wie ihr den Hub auf einer gewissen Höhe feststellt. Jetzt wird es laut. Ich hoffe, man versteht mich noch. Und zwar geht man hin, betätigt den Hub und lässt den so weit runterfahren, wie man den haben möchte. Bedienen tun wir den ja mit den beiden Griffen, links und rechts, die müssen wir gleichzeitig runterdrücken, sonst fährt der Hub nicht. Beim Runterfahren lassen wir eine Seite vom Hub los und die andere halten wir fest. Dann bleibt der Hub stehen, auf der gewünschten Höhe. Ich zeige euch das jetzt mal. Also ich fahre jetzt runter. Und jetzt lasse ich eine Seite los und der Hub bleibt stehen. Jetzt geht man hin,
hält die eine Seite weiterhin fest und schaltet das Gerät aus. Und der Hub bleibt auf der gewünschten Höhe stehen. So. Und damit das auch so bleibt, jetzt kommt nämlich die Stange hier ins Spiel, geht man hin, löst die Flügelmutter hier, zieht diese Stange, die ist beweglich, hier in dieser Führung, zieht die nach oben, bis es nicht mehr geht, stellt die Schraube hier wieder fest, oder man die Flügelmutter zieht man fest an, somit fixiert man hier die Stange. Jetzt mache ich das Gerät wieder an und ihr seht, der Hub bleibt dort stehen. Der fährt jetzt nicht mehr hoch, sondern ist jetzt auf der gewünschten Höhe. Jetzt zeige ich es euch mal, ich fahre einmal runter und wieder zurück. So, jetzt fahre ich wieder hoch und zack, der bleibt da stehen. Mehr ist es nicht. Ich mache es nochmal. Ich hoffe, es war jetzt drauf. Ich sehe es halt nicht. Moment, ich stelle euch nochmal ein bisschen ein hier. So. Also, ich fahre nochmal runter. Da ist kein Holz drin. So. Zack. Der Hut bleibt da stehen, wo ihr den eingestellt habt. Ich mache es mal wieder aus. So, um das Ganze wieder rückgängig zu machen, lösen wir die Schraube. Die Feststellstange gleitet wieder hinunter. Wir machen das Gerät wieder an und ihr werdet sehen, von alleine geht der Hub wieder in die Ausgangsposition zurück. Also nach ganz oben. Jetzt könntet ihr wieder den kompletten Weg nutzen. Ja, und so könnt ihr den, noch mal aus, den Hub einstellen, feststellen auf eure gewünschte Höhe. Das wollte ich euch noch mal zeigen. Fand ich sehr wichtig, habe ich letztes Mal vergessen. Moment, wo bin ich denn? Da. Ja, fand ich wichtig. Liebe Gartenfreunde, ich hoffe, das war noch hilfreich für euch, für den Holzspalter von Scheppach, den HL 730. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe hier ja locker 5 bis 6 Raummeter gespalten und bis jetzt tadellos. Ich grüße euch. Ich hoffe, wir sehen uns zu meinen nächsten Gartenvideos. Demnächst werden viele kommen. Es gab ja schon eins, wo ich meinen Garten oder einen Teil von meinem Garten vorgestellt habe. Wer es noch nicht gesehen hat, kann es sich ja mal gerne anschauen und über ein Abo würde ich mich auch freuen, wer das Ganze hier verfolgen möchte. Und wir sehen uns zu meinem nächsten Video. Haut rein!